Es kommt ja immer darauf an, man spricht ja im Sport vom langfristigen Leistungsaufbau. Und insofern kommt es immer wieder darauf an, eine neue Saison eben mit einem guten Grundniveau zu beginnen, den Schwung des Vorjahres zu nutzen und sich stetig weiterzuentwickeln. Ja, das ist ein Prozess, wo es eben auch durchaus Rückschläge gibt. Das wirft natürlich wirklich zurück, aber wenn es eben gelingt, von Jahr zu Jahr Steigerungsraten, sowohl was den Trainingsumfang anbelangt, als auch die Trainingsqualität zu realisieren und sich dadurch die Leistung weiterentwickelt, dann ist das, denke ich mal, ein vernünftiger Weg, der am Ende eben auch von Erfolg gekrönt sein kann. Ja, na, ich hatte das Glück, es ist ja sehr angenehm, dass ich immer der Heimtrainer von Jules bin, das heißt Jules im Heimtraining betreue. Durch meine Aufgabe als Bundestrainer mit den Kanadier Damen, die ja auch in Tokio das erste Mal olympisch sind, sind wir ja praktisch immer zusammen die Lehrgänge. Ich hatte dieselben Lehrgänge wie Jules, war bei allen Wettkämpfen dabei, bei allen Meisterschaften, jetzt die letzten 2 Jahre. Das ist natürlich sehr angenehm. Ich habe dann bei den Wettkämpfen eigentlich wenig Einfluss auf Jules. Ich genieße das auch, dass man dabei zu sein, das ist wirklich ein schönes Gefühl. Umso schöner, wenn dann natürlich eine Siegleistung dabei rauskommt. Und ich sage, wir haben das auch immer geschafft, Jules und ich, uns dann aus dem ganzen Trubel mal eine halbe Stunde Zeit zu nehmen für uns, auch jetzt wieder Montemor, um mal so ganz in Ruhe, sagen wir, den Moment zu genießen. Da er sich nicht an die Taktik gehalten hat, war das für mich eigentlich ab den 800 Meter ein zwiespältiges Rennen, weil ich wusste, hinten raus wird es sehr, sehr eng und habe mir gedacht, oh mein Gott, das war alles viel zu früh. Ja, und die letzten 100 Meter, ich habe gar nicht auf die Zeit geachtet. Es ging eigentlich nur um den Wettkampf, es ging nur um Gold oder Silber. Und da war die Zeit völlig unerheblich. Die haben sich ja gegenseitig gepusht und Florian musste seine Position verteidigen und das war einfach nur Wettkampf. Naja, wenn man Gold gewinnt über 1500, dann ist man natürlich auch Mitfavorit über 800. Und wir wussten aber, dass es hart werden wird, weil er immer noch so die Probleme hat, so eine Wettkampfwoche richtig optimal durchzustehen. Und es war auch diesmal wieder hart. Also es war schwer, den leichten Rhythmus aufzunehmen, den er im 1500-Meter-Finale hatte. Und es war eine kämpferisch gute Leistung.